Südafrika hat ein Gerichtsverfahren gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof eingeleitet und wirft Israel schwere Verstöße gegen die internationale Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vor. Südafrika versucht, das Gericht zu nutzen, um Druck auf Israel auszuüben, damit es seine gravierende Kampagne einstellt. Das sind die Nachrichten, über die wir heute diskutieren. Wie erwartet sind die Israelis über diese Entwicklungen empört. Also, was ist los? Südafrika hat eine Erklärung abgegeben, oder besser gesagt, der internationale Gerichtshof hat eine Erklärung zu den Vorwürfen veröffentlicht, die Südafrika vorgebracht hat. Dieser Brief wurde vom Gericht ausgestellt, das das höchste Justizorgan der Vereinten Nationen ist. Innerhalb der UN haben wir den Sicherheitsrat, die Generalversammlung und andere Bestandteile des UN-Systems. Das fragliche Gericht ist der Ort, an dem Mitgliedstaaten Beschwerden über illegale Aktivitäten im Rahmen des UN-Systems vorbringen können. Dies ist der internationale Gerichtshof, der im Friedenspalast in Den Haag ansässig ist. Wir haben mehrere Fälle gesehen, die vor diesem Gericht verhandelt wurden, darunter ein bemerkenswerter gegen Myanmar im Jahr 2019, als Aung San Suu Kyi noch an der Macht war. Der Gerichtshof hat die Befugnis, Vorwürfe des Völkermordes zu untersuchen, obwohl diese Untersuchungen langwierig sein können. Also, was hat Südafrika vorgeschlagen? Hier ist die offizielle Erklärung. Am 29. Dezember 2023 hat Südafrika ein Verfahren gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof, dem Hauptrechtsorgan der Vereinten Nationen, eingeleitet. Die Anklage behauptet, dass Israel seine Verpflichtungen unter der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes in Bezug auf die Palästinenser im Gazastreifen verletzt hat. Die Anklage besagt, dass Handlungen und Unterlassungen von Israel genozidalen Charakter haben, weil sie mit der spezifischen Absicht begangen werden, die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, russischen und ethnischen Gruppe zu zerstören. Sie behauptet auch, dass das Verhalten Israels durch seine Staatsorgane, Staatsbeamte und andere Personen und Einheiten, die auf seine Anweisung handeln oder unter seiner Leitung, Kontrolle oder Einfluss stehen, in Bezug auf die Palästinenser in Gaza Verpflichtungen unter der Völkermordkonvention verletzt. Dies ist eine bedeutende Anschuldigung. Wir sprechen hier nicht von isolierten Vorfällen oder ein paar Schurkensoldaten, die willkürlich handeln. Es geht um staatlich geförderte, staatlich angeordnete Aktionen, die zur Schlachtung von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden unschuldiger ziviler Gazaner geführt haben. Solche Handlungen bilden einen Teil der Definition von Völkermord nach der Völkermordkonvention. Die Völkermordkonvention selbst ist ein sehr altes Dokument. Lassen Sie uns einen Blick auf die eigentliche Konvention werfen. Das ist die es wurde erstmals 1948 ausgearbeitet, was sehr ironisch ist, wenn man bedenkt, dass dies dasselbe Jahr war, in dem Israel gegründet wurde und die Vertreibung der Palästinenser mit der Nakba begann. Interessanterweise glaube ich nicht, dass Israel damals vorausgesehen hat, wohin dies führen würde, denn Israel war nicht nur ein Unterzeichner, sondern auch ein ursprünglicher Sponsor davon. Israel unterzeichnete die Erklärung am 17. August 1949 und war eines der ersten Länder, die beitraten und sie 1950 ratifizierten. Dies war einer der ersten internationalen Verträge, an denen Israel als Staat beteiligt war. Und jetzt wird dieser Vertrag gegen Israel verwendet. Natürlich erholten sich zu der Zeit die jüdischen Menschen auf der ganzen Welt noch vom Holocaust. Einem schrecklichen Ereignis, das fünf bis sechs Millionen Menschen in Europa tötete und ein enormes Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Die Völkermordkonvention sollte sicherstellen, dass eine solche Gräueltat nie wieder passieren würde. Doch jetzt wird sie gegen das Volk aufgerufen, das einen der bedeutendsten Völkermorde erlitten hat. Viele Staaten sind Teil dieser Völkermordkonvention, die fast universell als sehr wichtig anerkannt ist und etwas, das nicht wiederholt werden darf. Also lassen Sie uns einen genaueren Blick werfen, insbesondere auf Artikel 2 der Völkermordkonvention. Die Definition von Völkermord gemäß der gegenwärtigen Konvention bedeutet jede der folgenden Handlungen, die mit der Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Dazu gehört die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, das Zufügen von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe, das absichtliche Auferlegen von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf berechnet sind, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht die gesamte Gruppe auslöschen muss, damit es als Völkermord zählt. Die Absicht allein reicht aus. Selbst das Zufügen von extremem körperlichem Schaden an einem großen Teil der Gruppe ist ausreichend. Andere Handlungen, die Völkermord darstellen, umfassen das Verhängen von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern, oder das zwangsweise Überführen von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Das ist es, was Wladimir Putin vorgeworfen wird: mit Vorwürfen, dass die Russen Völkermord begehen weshalb die Vereinigten Staaten Russland lautstark verurteilen. Jede dieser Handlungen stellt einen Völkermord dar. Es ist für jeden, der in den letzten zwei Monaten aufmerksam war, klar, dass Israel an einem massiven Gemetzel an einer Gruppe von Menschen beteiligt ist. Und dies wird wahllos durchgeführt. Ein Aspekt, der normalerweise schwer zu beweisen ist, wie es nach dem Holocaust bewiesen werden musste, ist, dass die Handlungen mit Absicht durchgeführt werden is done with intent Das Wort Absicht ist sehr wichtig. Es ist kein bloßer Zufall oder ein Unfall, dass viele Menschen sterben. Es ist nicht einfach ein Nebenprodukt von etwas anderem. Vielmehr verursachen der Staat und seine Vertreter die Macht ausüben, absichtlich den Tod dieser Menschen. Im Fall von Israel haben wir Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Aussagen von Beamten gesehen, einschließlich Netanjahu und Kabinettsmitgliedern, die genozidale Sprache verwenden. Sie bezeichnen Palästinenser als menschliche Tiere und sprechen nicht nur davon, hart gegen sie durchzugreifen, sondern auch von dem Wunsch, Gaza zu platt zu machen. Staatsbeamte haben diese Gefühle wiederholt ausgedrückt und sind stolz darauf. Die Absicht ist an diesem Punkt absolut klar. Lassen Sie uns die Anwendung hier prüfen. Es wird angegeben, dass Israel seit dem 7. Oktober versäumt hat, einen Völkermord zu verhindern und diejenigen zu verfolgen, die direkt und öffentlich zum Völkermord aufstacheln. Es wird auch angegeben, dass Israel sich an genozidalen Handlungen gegen das palästinensische Volk in Gaza beteiligt und das Risiko weiterer Beteiligung an genozidalen Akten besteht. Dies ist gut formuliert und die Tatsache, dass dies mit der Zustimmung der höchsten Autoritäten an der Macht in Israel geschieht, ist das Verbrechen. Der Völkermord rührt daher, dass er mit der nationalen Zustimmung der Machthabenden durchgeführt wurde. Südafrika sucht die Zuständigkeit des Gerichts zu finanzieren, basierend auf Artikel 36 Absatz 1 des Statuts des Gerichts und Artikel 9 der Völkermordkonvention, zu der sowohl Südafrika als auch Israel Parteien sind. Der Antrag beinhaltet auch eine Bitte um vorläufige Maßnahmen nach Artikel 41 des Statuts des Gerichts und Artikel 73. Er fordert das Gericht auf, vorläufige Maßnahmen anzuzeigen, um weiteren schweren und irreparablen Schaden an den Rechten des palästinensischen Volkes unter der Völkermordkonvention zu verhindern. Und um sicherzustellen, dass Israel seinen Verpflichtungen nach der Konvention, Völkermord zu verhindern und zu bestrafen, nachkommt. Das bedeutet, dass die Klärung dieses Falls eine bedeutende Angelegenheit sein wird. Besonders wenn Israel bereit ist, Vertreter nach Den Haag zu schicken, um den Fall zu verhandeln. Zum Beispiel ging Aung San Suu Kyi im Fall Myanmar nach Den Haag und vertrat den Fall für Myanmar. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass Netanyahu oder ein zukünftiger israelischer Premierminister nach Den Haag gehen würde, um sich gegen diese Anschuldigungen zu verteidigen. Wahrscheinlicher ist, dass sie es einfach ignorieren und starkes Missfallen über die Situation zum Ausdruck bringen werden. Was diese Partei tun möchte, ist eine Abkürzung zu nehmen, indem sie sagt, Okay, wir brauchen vorläufige Maßnahmen. Das Gericht sollte ein Urteil erlassen, das Israel anweist, aufzuhören. Israel muss Schaden an Zivilisten verhindern und weiterer Schaden wäre eine Verletzung des Gerichtsurteils. Dies würde dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Dokument geben, um Druck auf Israel auszuüben. Allerdings dürfen wir die Bedeutung dessen nicht überschätzen. Es wird das Leiden der Palästinenser nicht beenden. Denn leider fehlen dem Internationalen Gerichtshof der Gemeinschaft Durchsetzungsmechanismen. Es ist ein Gericht ohne Zähne. Was ein inländisches Gericht in unseren Staaten ermächtigt, ist seine Fähigkeit, Urteile oder vorläufige Maßnahmen zu erlassen, die die Polizei zwingen, Kriminelle zu ergreifen und sie einzusperren. Gerichte haben Macht, weil sie staatliche Autorität durchsetzen können, indem sie physisch Personen stoppen, ihr Vermögen beschlagnahmen oder sie inhaftieren. Der internationale Gerichtshof, der keine Weltregierung hat, besitzt diese Kräfte nicht. Also selbst wenn Israel für schuldig befunden würde, gegen die Völkermordkonvention verstoßen zu haben, könnte das Gericht höchstens dem Sicherheitsrat empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, falls Israel nicht nachkommt. Der Sicherheitsrat wäre dann dafür verantwortlich zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Council Denken Sie daran: Die einzige Instanz, die Mitgliedstaaten dazu verpflichten kann, Soldaten bereitzustellen, die dann eingesetzt werden, um etwas mit roher Gewalt durchzusetzen, ist der Sicherheitsrat. Die Generalversammlung kann das nicht. Nur der Sicherheitsrat kann verbindliche Resolutionen erlassen, die er mit harter Macht durchsetzen kann. Nun, wir alle wissen, wer im Sicherheitsrat ein Vetorecht hat. Die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten werden natürlich jedwede echte, harte Sanktion, die Israel schaden könnte, mit einem Veto belegen. Also ist das nur ein Vorspiel dazu. Richtig. Selbst wenn der Fall nach Jahren zugunsten von Südafrika gegen Israel enden würde, würde er einfach blockiert werden. Das ist das ganze Problem, das wir mit den Vereinten Nationen haben. Es gibt keinen angemessenen Durchsetzungsmechanismus. Aber das ist eine riesige Peinlichkeit für Israel. Und das kann man wirklich an der Reaktion des israelischen Sprechers des Außenministeriums, Lior Hayat, erkennen, der sehr starke Worte verwendet. Israel weist mit Abscheu die von Südafrika in seiner Anwendung beim Internationalen Gerichtshof verbreitete Blutverleumdung zurück. Eine Blutverleumdung. Er vergleicht es mit den Anschuldigungen, dass Juden das Blut von Christen trinken. Das ist, was eine Blutverleumdung ist. Es gab im Mittelalter diese schreckliche Anschuldigung, die in Europa weit verbreitet war und zu Pogromen führte, nicht wahr? Also vergleicht er es mit einer Blutanklage von Südafrika. Südafrikaner behaupten, es fehle sowohl an einer faktischen als auch an einer rechtlichen Grundlage und stelle eine verachtenswerte und verächtliche Ausnutzung des Gerichts dar. Wirklich? Ihr habt bereits mehr als 22.000 Palästinenser getötet und sagt immer noch, dass das, was Südafrika tut, indem es versucht, euch vom Töten abzuhalten, verachtenswert ist? Wow, einfach wow. Südafrika arbeitet nicht mit einer terroristischen Organisation zusammen, die die Zerstörung des Staates Israel fordert. Nein. Israel-Südafrika will, dass ihr aufhört, Palästinenser zu töten. Das ist alles, was sie wollen. Bitte, Israel, hör auf, Palästinenser zu töten. Um Himmels Willen. Ihr begeht Völkermord. Hört auf, Palästinenser zu töten. Das ist alles, was sie wollen. Sie versuchen nicht, mit denen zu kooperieren, die euch zerstören wollen. Sie wollen, dass ihr aufhört, Zivilisten zu töten. Die terroristische Organisation Hamas, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, und am 7. Oktober versucht hat, Völkermord zu begehen, ist verantwortlich für das Leiden der Palästinenser im Gazastreifen, indem sie diese als menschliche Schutzschilde benutzt und ihnen humanitäre Hilfe stiehlt. Menschliche Schutzschilde wogegen? Eure Bomben? Um Himmels Willen, Israel, ihr dürft Menschen nicht wahllos töten. Auch wenn die Hamas diese Menschen buchstäblich als menschliche Schutzschilde benutzt hätte, dürfte man sie trotzdem nicht töten. Denn Zivilisten sind durch alle Menschenrechtskonventionen geschützt, insbesondere durch die Genfer Konvention. Sie dürfen nicht getötet werden. Man kann die Tötung von menschlichen Schutzschilden nicht damit rechtfertigen, dass jemand anderes sie als solche benutzt. Das macht diese Anschuldigungen so absurd. Israel behauptet, sich an internationales Recht zu halten und seine militärischen Anstrengungen ausschließlich gegen Hamas-Terroristen zu richten. Aber was ist mit den Zivilisten? Wenn Bomben fallen, sterben Zivilisten nicht aus Bosheit oder weil sie Antisemiten sind, sondern weil sie sich im Schussfeld befinden. Es ist eine lächerliche Situation, aber sie zeigt, dass Israel um sein Image besorgt ist. Das ist nichts, was sie ohne Reaktion ignorieren können. Derzeit ist die einzige Hoffnung für die Palästinenser die öffentliche Meinung. Es muss eine massive öffentliche Mobilisierung gegen die Aktionen Israels geben, einschließlich massiver Boykotte israelischer Waren. Das ist die einzige Hoffnung, denn das internationale System wird durch die unerschütterliche Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten blockiert. Die Gewalt wird so lange weitergehen, wie die USA Israel mit Finanzmitteln und Lieferungen unterstützen. Wenn der Westen Sanktionen gegen Israel verhängen würde, ähnlich denen gegen Russland, würde sich die Situation schnell ändern, denn Israel verfügt nicht über die Ressourcen, die Russland hat. Das Ausbleiben von Handlungen ist ein zweites Verbrechen, für das noch niemand rechtlich beschuldigt wurde. Es gibt jedoch jetzt eine erste rechtliche Aktion wenn auch von einem Gericht ohne viel Macht. Es ist ein langsamer Prozess, aber es ist das Beste, was im Moment getan werden kann. Ich hoffe, dass der internationale Gerichtshof bald vorläufige Maßnahmen ergreifen kann, um zusätzlichen politischen und öffentlichen Druck auf Israel auszuüben. Das ist das Einzige, worauf wir hoffen können und das zu einer Änderung der Politik führen könnte. Vielen Dank. Música